Herzlich willkommen bei Twin Bush Germany. Seit 1997 Ihr kompetenter Spezialist in Sachen professioneller Kfz-Werkstattausrüstung. Mit Unternehmenszentrale in Deutschland und 9 weiteren Niederlassungen in 7 Ländern sind wir einer der führenden Hersteller von Kfz-Hebebühnen, Reifenwucht und Reifenmontagemaschinen. Hallo, wir zeigen euch jetzt, wie die Twin Bush 2-Säulen-Hebebühne TW242A/FZ für den Außenbereich aufgebaut wird. Vor dem Beginn der Montage sollten Sie sich ein paar Gedanken zu der optimalen Position Ihrer Twin Bush Hebebühne machen. Überlegen Sie sich, auf welcher Seite die Hauptsäule mit dem Hydraulikanschluss stehen soll. Auf dieser Seite wird die fahrbare Steuereinheit stehen, die mit dem Hydraulikanschluss unten an der Säule verbunden wird. Bei der Platzierung der Seiten spielt die gewünschte Richtung, in der Sie Fahrzeuge später auf die Hebebühne fahren wollen, erst einmal keine Rolle, da dies von der späteren Montage der langen und kurzen Tragarmpaare abhängt. Sie können die Tragarme auch später noch jederzeit tauschen, um die Fahrtrichtung zu wechseln. Wichtig hierbei ist nur, genügend Platz vor und hinter der Bühne einzuplanen. Beginnen Sie mit dem Öffnen der Motoreinheit, da sich in diesem Paket die Anleitung befindet. Am einfachsten lässt sich das Paket öffnen, indem Sie die Laschen am unteren Ende aufbiegen und dann den oberen Teil der Verpackung nach oben abziehen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Kontrollieren Sie während der Montage alle Verschraubungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. Entpacken Sie die Motor- und Steuereinheit und stellen Sie diese erst einmal beiseite. Bringen Sie das Paket mit den Säulen in eine günstige Position. Es sollte von allen Seiten gut mit einem Hebegerät, zum Beispiel einem Motorkran, zugänglich sein. Dann kann die Verpackung entfernt werden. Achtung, das Überfahrblech liegt lose im Paket und kann beim Zerschneiden der Bänder herunterfallen. Sichern Sie es am besten mit einer zweiten Person. Legen Sie das Überfahrblech beiseite, es wird uns später zum Bestimmen des richtigen Abstands zwischen den Säulen dienen. Als nächstes kann die Kiste mit den Kleinteilen und die 4 Tragarme entnommen werden. Zudem befinden sich noch die Aufkleber mit den Warnhinweisen im Paket. Diese müssen vor der Inbetriebnahme gut sichtbar auf den Säulen angebracht werden. Öffnen Sie die Kiste mit den Kleinteilen und prüfen Sie diese anhand der mitgelieferten Packliste auf Vollständigkeit. In der oberen Säule befinden sich dann noch 2 der 4 Tragarme. Diese können Sie dann erst einmal beiseite legen. Die Tragarme aus der unteren Säule können Sie mit etwas Geschick ebenfalls entnehmen, oder Sie warten einfach, bis die obere Säule entfernt ist. Nun die Seite des Packstücks anheben, an dem der Hubschlitten oben liegt. Wir werden jetzt das ganze Packstück so unterbauen, dass das Transportgestell mühelos entfernt werden kann. Dazu kommen unter die untere Säule Klötze, auf denen das Paket abgesetzt werden kann. Beim Ablassen darauf achten, dass die obere Säule immer noch leicht Spannung hat. Nun sitzt der Transportrahmen auf der ersten Seite nicht mehr auf dem Boden auf und kann leicht entfernt werden. Dazu einfach die 6 Schrauben mit Muttern entfernen. An dem Hydraulikanschluss erkennt man, dass es sich bei der oberen Säule um die Hauptsäule handelt, an die später die Motor- und Steuereinheit angeschlossen wird.
Jetzt die Hauptsäule von dem anderen Transportrahmen lösen und mit dem Motorkran an ihren zukünftigen Platz verfahren. Nach dem Aufrichten sollte sich die Säule schon sehr nah an der Position befinden, an der sie befestigt wird. Dann folgt die Assistenzsäule. Die Assistenzsäule ist auf der ersten Seite bereits frei und muss nur noch von dem zweiten Transportgestell befreit werden. Dann kann auch diese Säule an ihren zukünftigen Platz verfahren werden. Dann die Säule aufrichten und ausrichten. Wenn möglich, holen Sie sich dafür noch eine zweite Person, damit die Arbeit sicherer und leichter geht. Stellen Sie sicher, dass die Säulen bis zu ihrer Fixierung nicht umkippen können. Zum Ausrichten der Säule macht es Sinn, den Hubschlitten schon einmal in die erste Rastposition anzuheben. Dafür muss aber zuerst das Edelstahlseil aus der Säule entnommen werden. Seien Sie vorsichtig mit dem angehobenen Hubschlitten, da dieser herunterfallen könnte, wenn er nicht richtig verriegelt ist. Jetzt kann das Überfahrblech zum Überprüfen der Abstände und zum Ausrichten angesetzt werden. Stimmt Position und Ausrichtung, kann die Bühne direkt am Platz verankert werden. Wir zeigen Ihnen nun exemplarisch an einer Zwei-Säulen-Hebebühne, wie eine Bodenverankerung mit Schwerlastankern vorgenommen wird. Beachten Sie unbedingt die benötigte Tiefe des Bohrlochs und die Betondicke. Wird der Schwerlastanker nicht ordnungsgemäß im Beton versenkt, oder entspricht der Beton nicht den technischen Vorgaben, kann die Stabilität der Bühne beeinträchtigt sein. Die genauen technischen Vorgaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Zum Setzen der Schwerlastanker muss die Bühne nicht verschoben werden. Bohren Sie senkrecht, und beachten Sie die benötigte Tiefe des Bohrlochs. Reinigen Sie die Bohrlöcher sorgfältig, zum Beispiel durch Ausblasen. Schlagen Sie den Schwerlastanker vorsichtig und gerade mit Hilfe eines Vorschlaghammers ein. Vor dem Anziehen der Muttern müssen die Säulen auf lotrechte Ausrichtung geprüft werden. Wenn nötig, unterlegen Sie die Säulen an den Schwerlastankern mit den mitgelieferten Unterlegplättchen. Wenn die Säulen ausgerichtet sind, ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel mit 120 Newtonmeter an. Nun kann die zweite Säule aufgerichtet werden. Auch hier wird erst einmal das Edelstahlseil entnommen. Den Schlitten wieder auf die erste Rastposition anheben, um besser an den unteren Teil der Säule zu gelangen. Dann die Säule und das Überfahrblech exakt an der ersten Säule ausrichten. Abschließend prüfen Sie bitte noch einmal mit einem Faden, ob die Säulen auch von ihrer Drehung her exakt zueinander ausgerichtet sind. Der Faden sollte an beiden Säulen leicht anliegen. Hier noch einmal der Vorgang in der Draufsicht. Die Ausrichtung geschieht nur noch durch das Drehen der Säule um ihre eigene Achse. Säulen und Überfahrblech müssen dabei nicht zusammengepresst sein. Das Überfahrblech sollte sich immer noch leicht entnehmen lassen.
Nach der Verankerung der zweiten Säule können nun die Stahlseile verlegt werden. Es führt auf beiden Seiten jeweils ein Stahlseil aus dem Hubschlitten nach oben über die Seilrolle. Von dort ganz nach unten zu der Umlenkrolle und von dort hinüber zu der jeweilig gegenüberliegenden Säule. Hier noch einmal die zweite Seite. Die Seile sind nun durch die beiden Hubschlitten verbunden und bilden einen Kreislauf, der die Schlitten zum Gleichlauf zwingt. Als erstes lässt man das Ende im Hubschlitten nach unten rutschen. Die Muttern werden dann ganz aufgeschraubt und gekontert. Dann das freie Ende in den Hubschlitten einführen und unten in die Rolle einlegen. Die Rollen haben Aussparungen, um das Einlegen der Seile zu ermöglichen. Die Schlaufe wird nun in die obere Rolle eingelegt. Auch hier ist die Aussparung an der Rolle zu beachten. Danach wird das Seil in den gegenüberliegenden Hubschlitten geführt. Dazu die Muttern von der Gewindestange entfernen. Die Rollen so drehen, dass die Aussparung Platz zwischen Boden und Rolle frei macht und das Seil eingeführt werden kann. Die Gewindestange kommt dann im Schlitten in das offene Loch und wird dort wieder mit den beiden Muttern gesichert. Hier können wir schon einmal zeigen, wie dem Seil eine Grundspannung gegeben werden kann. Dazu verwenden wir ein Montageeisen. Abschließend die beiden Muttern kontern. Dann wiederholen wir den Vorgang mit dem zweiten Edelstahlseil. Muttern anziehen und kontern. Seil durch den Schlitten einführen und in die untere Rolle einsetzen. Die entstandene Schlaufe in der oberen Rolle einlegen. Wie immer die Auslassung an der Rolle beachten. Muttern entfernen und Edelstahlseil mit den Muttern im gegenüberliegenden Schlitten befestigen. Sind die Seile verlegt, kann nun auch der Hydraulikschlauch zwischen Haupt- und Assistenzsäule montiert werden. Entfernen Sie dazu die beiden Schutzkappen und schrauben Sie den Schlauch an. Kommen wir nun zu der Verbindung zwischen Motor und Steuereinheit und der Bühne. Der lange Hydraulikschlauch wird zusammen mit dem Kabel von der Steuereinheit mit einem Steuerschutz umgeben. Zuerst wird aber der Schlauch an der Hydraulikeinheit befestigt.
ziehen Sie das Adapterstück an der Hydraulikeinheit fest. Dann den Schlauch mit dem Winkelstück anschrauben. Benutzen Sie einen Gabelschlüssel, um den Schlauch in Position zu halten. Dann das Kabel von der Steuereinheit mit dem Schlauch zusammenlegen. Kabel und Schlauchende zum Überziehen des Steuerschutzes mit einem Kabelbinder zusammenbinden. Bevor wir mit dem Schlauch fortfahren, montieren wir noch kurz den Hydraulikanschluss. Dazu die Schutzkappe an der Hauptsäule entfernen. Die Hydraulikkupplung mit dem Winkelstück an der Hauptsäule anschrauben. Alle Hydraulikverbindungen gut festziehen. Das Verbindungsstück kann jetzt gleich an dem langen Schlauch befestigt werden. Dann den Steuerschutz über Schlauch und Kabel ziehen und mit mehreren Kabelbindern befestigen. Jetzt kommt die Montage des Endabschalters der Bühne. Das Kabel des Endabschalters wird in der Hauptsäule durch die dafür vorgesehenen Kabelschächte nach unten verlegt und dann zwischen Säulenwand und Schlitten nach unten geführt. Der Endabschalter wird mit den beiden vormontierten Schrauben über Kreuz im Inneren der Säule montiert. Beachten Sie die leicht schräge Ausrichtung des Endabschalters. Stellen Sie auch sicher, dass der Tastarm wie hier gezeigt, eingestellt ist. Falls nicht, lässt sich die Ausrichtung leicht mit einem Inbusschlüssel anpassen. Bei der Kabelführung hinter dem Schlitten sorgfältig darauf achten, dass das Kabel sich nicht um eines der Seile wickelt, sondern direkt zum Loch in der Seitenwand geführt wird. Dort das Kabel unter leichter Spannung mit einem Kabelbinder an der Hydraulikleitung befestigen. Die Verbindung zu der Bühne kann jetzt hergestellt werden. Achten Sie auf eine korrekte Verriegelung der Hydraulikkupplung und verbinden Sie das Kabel für den Endabschalter. Jetzt noch den Tank mit Hydrauliköl auffüllen. Es werden ca. 9 Liter benötigt. Zum Befüllen des Tanks das magnetische Ablassventil entfernen. Beachten Sie den Füllstand im Tank, um ein Überlaufen zu vermeiden. Und nach der Befüllung den Tank gut verschließen und das Ventil wieder aufsetzen.
Die Bühne kann jetzt das erste Mal hochgefahren werden. Verbinden Sie die Controller- und Motoreinheit mit dem Stromnetz. Hauptschalter auf an, kontrollieren, dass der Notausschalter nicht gedrückt ist und dann mit der Taste ab, die Bühne hochfahren. Dies dauert beim ersten Mal etwas länger, weil sich das Öl erst im Hydrauliksystem verteilen muss. Dann können jetzt die Tragarme montiert werden. Dazu legen wir uns die Tragarmbolzen schon einmal bereit. Den Tragarm einsetzen und die Tragarmarretierung von Hand etwas nach oben schieben. Dann den Bolzen einsetzen. Wir machen die kurzen Tragarme in Fahrtrichtung nach vorne, damit sie den schwereren Motorblock tragen. Dann einen langen Tragarm auf die Seite, wo das Fahrzeugheck sein wird. Jetzt können die Drehteller eingesetzt werden. Die Bolzen müssen von unten mit Sägeringen vor versehentlichem Herausdrehen gesichert werden. Dann noch die Türanschlagsschützer anbringen. Es folgen die Fußschutzbügel, die wie hier gezeigt angeschraubt werden. Nun wiederholen wir die Montage der Tragarme auf der zweiten Seite. Kurzen Tragarm in Fahrtrichtung nach vorne einsetzen. Bolzen einsetzen. Drehteller einsetzen. Türanschlagschutz anschrauben. Die Bolzen mit den Sägeringen sichern. Die Fußschutzbügel montieren. Fertig. Damit ist der Aufbau Ihrer Twin Bush Hebebühne abgeschlossen. Jetzt zeigen wir Ihnen noch, wie Sie die Seilspannung richtig einstellen. Für einen guten Gleichlauf ist die Seilspannung entscheidend. Verwenden Sie zum Lösen der Muttern Gabelschlüssel der Größe 24. Zum Spannen verwenden wir ein Montageeisen. Beginnen Sie mit der Assistenzseite, die der Hauptseite mit dem Schaltkasten und der Motoreinheit gegenüber liegt. Diese Seite muss für gewöhnlich nur einmal eine Grundspannung erhalten. Alle weiteren Justierungen erfolgen ausschließlich auf der Hauptseite mit der Steuereinheit. Da die Seile miteinander verbunden sind, führt jetzt ein Spannen der Hauptseite automatisch auch zu einem Spannen auf der Assistenzseite. Fahren Sie die Bühne nach oben und achten Sie auf das Klacken der Sicherheitsrasten. Die Seite mit der Hydraulikpumpe sollte zuerst klacken, dann die gegenüberliegende Seite. Denken Sie daran, vor dem Spannen die Schlitten erst mit der Taste Lock in die nächste Raste abzusetzen.
Wenn die Rasten gleichzeitig klappen, ist die optimale Seilspannung erreicht. Nehmen Sie nun wieder die Gabelschlüssel und kontern Sie die Muttern auf beiden Seiten. Damit ist das Einstellen der Seilspannung abgeschlossen.